Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Red mit mir, Suicide Cat. In der letzten Folge haben wir unseren Rachefeldzug durch England begonnen und wir sind noch nicht fertig. Yes! Jetzt geht's rund. Ja, Hechten hilft ja auch nicht. Schädelknacker, nice. Okay, ein Schaltpult. Finden wir raus, was passiert. Okay. Es scheint, als müssten wir an diesen... Genau, Ruby, das machst du super. Und jump! So ist das eben. Nice. Richtig aus. Yes! 1000 Bonuspunkte. Sehr nice. Und da kommen schon die nächsten Gegner. Weicheier. Gute Nacht, Schatzi. Das nice. War's, Leute. Tja, Kollege. Du wirst mir nicht entkommen. Da kannst du noch so rennen. Ich werde dich bekommen. Ich hab keine Zeit für diese Ach du Scheiße, alles bricht zusammen. Ruby, wir müssen uns beeilen. Los, Ruby, Beeilung. Scheiße. Na, treffen wir uns also wieder, mein kleiner Schatz. Doch diesmal ist der Jäger zum Gejagten geworden, nicht wahr? Was wirst du jetzt tun? Ich kann dir das hier in den Rachen stopfen. Ach ja? Das könnte lustig werden. Und was dann? Dann zerre ich dran und wenn es rauskommt, hängt dein Magen dran. Und während du entsetzt auf deinen Magen starrst, der dir aus dem Mund hängt, verblutest du langsam innerlich. Dann kann ich überhaupt nichts mehr retten. Du bist ja wahnsinnig. Vollkommen wahnsinnig. Nein, ich bin stinksauer. Und will Antworten haben. Wo ist Pelham? Diese Schmerzen werden nur noch viel, viel schlimmer. Scheiße! Die gehen heute Nacht gegen Eckers vor. Mehr weiß ich nicht. Ich schwör's dir. Das ist alles, was ich weiß. Du bist ein jämmerlicher Mann, weißt du das? Ich sollte Mitleid haben. Ja, bitte, Mitleid! Ich sollte
Hab ich aber nicht. Ich sollte Mitleid haben. Hab ich aber nicht. Kopf an Kopf. Nice. Dann gehen wir mal ins Verbesserungsgeschäft. Hier haben wir vorher 1000 Bonuspunkte bekommen. Feuerrate der Schrotgewehre. Nee, warte mal. Hier. Kugelschaden der Maschinenpistolen können wir leider noch nicht hochsetzen. Armbrustbolzen verwende ich eh nicht. So viel kann ich da eigentlich gerade gar nicht verbessern. Also gut, dann doch Armbrustbolzen verbessern. In der Hoffnung, dass ich sie vielleicht doch mal noch verwende. Weiter geht's. Das warst du. Geschäft ist Geschäft, nicht bös gemeint. Aber warum, mein Junge? Das tust du nicht! Sie ist hier. Verdammt. Na schön, Ruby. Komm raus. Ich weiß, dass du hinter mir her bist. Spiel doch wenigstens mit offenen Karten. Ist das nicht besser? Mano a mano, tête à tête. Ich dachte, es wäre was Besonderes zwischen uns. Du bist wie ein Scheißhaufen in einer Punschschüssel, Ruby. Du musst einfach alles ruinieren, was schön, gut und süß ist. Töte sie, jetzt. Aber mach es langsam. Sie soll spüren, was mit dir geschieht. Na also. Wo bist du, du Freak? Das habe ich gesehen, hast du Angst, Freak. Dich zu stellen? Au, mein Bein! In your face. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Komm schon. Nicht so schüchtern, du Weichei. Scheiße, genau jetzt. Genau jetzt ist die Knarre leer. Genau jetzt. Ganzes Spiel über können wir schießen ohne Ende, aber jetzt ist die Knarre leer. Verdammt. Tja. Damit wäre sie ausgeschaltet. Penner, Pech für dich. Du willst mich? Nimm mich. Willst du auch mein Geld? Hier. Nimm es. Du kannst mich. Nein. Du kannst mich mal. Nice. Knapp vorbei. Ich weiß, du warst es nicht. Trotzdem, du warst ihn seinem Tod ausgeliefert. Ich hatte keine Ahnung. Unwissen ist keine Entschuldigung. Aber was du hier getan hast... Hör zu. Wir sind keine Feinde. Aber auch keine Freunde. Ja, kapiert. Ja, und Leute, das war's auch schon mit Let's Play Red. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen.
Mexico way. Hit the lasso fast, battle is in town. Batteries on for life. But they never drowns. Even bank of eyes looking for a different way. You stroll by, get off the tide. Only Billy left. As it's life right now, Billy Jean, you held his hand. Never hit the ground, so he shot it down. Father's gun came out to play. Now the legend born, rebel with the ghost. Up and he go, forever. Arcade-Modus freigeschaltet. Ja, liebe Leute, das war es mit Let's Play Red. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Freut euch demnächst auf ein neues Let's Play-Projekt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher was, aber vermutlich wird's Forza Horizon. Vielleicht aber auch Fable. Oder wenn man mich privat noch von was anderem überzeugt, dann was anderes. Mal sehen, was es wird. Lasst mir auf jeden Fall ein Like für dieses Let's Play-Projekt da. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem letzten Projekt wieder. Bis dann. Ciao.